So, da sind wir mal wieder bei der neuen Folge The Binding of Isaac, Road to Dead God. Letztes Mal haben wir Dinge getan. Ich weiß nicht mehr, was für Dinge, aber wir haben Dinge getan. Und jetzt versuchen wir mit Eden Megasatan zu machen. Einfach weil. Wir haben... Oh mein Gott! Ja? Gut, also um Megasatan zu machen, müssen wir Angel Deals bekommen und wir haben Eucharist als, Gott, was ist das hier für ein Raum? Hilfe. Wir haben Eucharist als eins unserer Random Items bekommen. Which means, wir kriegen immer Angel Deals. Und wie ich hier nicht getroffen wurde, ist, by the way, ein fucking Wunder. Ich weiß das bis jetzt noch nicht. Aber das werden wir auch nie rausfinden. Ehrlich gesagt. Jacob's Ladder. Nice Who. Ich habe nicht Who wegen Jacob's Ladder gemacht, weil obviously habe ich das noch nicht gesehen. Zu dem Zeitpunkt, aber ich habe Who gemacht, weil es knapp war. Dass wir da getroffen wurden. Ne, eigentlich ist das komplette Video pre-recorded. Ich kommentiere das eigentlich nur nach. Wir kriegen jetzt hier eine Bombe raus. Die Scheiße. Aber vielleicht habe ich euch auch nur bambuselt, ne? Und wollte jetzt damit irgendwie weismachen, dass es nicht pre-recorded ist. Wer weiß das schon, ne? Wer weiß das schon? Nur ich weiß das. Nein, da hätte ich gar keinen Spaß dran, hätte ich gesagt. Irgendwas nach du. Ne? Irgendwas nachzusprechen oder so. Ach du schon, bei Pokémon Runs könnte ich mir das vorstellen. Da habe ich das auch vor. Irgendwie, wenn ich mal eine Pokémon Challenge wieder mache, aber so finde ich das zu langweilig, actually. Irgendwas nachzukommentieren. Okay, let's go. Binky und ein Soul Heart. Also ein Eternal Heart, kein Soul Heart. Ich bin dumm, sorry. Wow. Gut. I mean. Basically. Ja, yeah, Gilded Key, auch nice. Sehr gutes, sehr guter Schlüssel. Muss man nochmal genau durchlesen, was der macht. Also. Plus one key on pickup. Gib mir eine Sekunde, ich muss mir gerade ganz kurz. Plus one key on pickup replaces all chests except old mega with golden chests. Golden chests can contain extra cards, pills or trinkets. Okay. Good to know. Ja, was, wir machen einfach jetzt schon den Boss. Weil wieso nicht? Autsch. Ja, also wir haben ja ein Goat Head basically für Angel Deals, sorry. Wir haben ja einen Goat Head für Angel Deals, von daher ist es eh egal, ob wir Red Heart Damage bekommen oder nicht. Aber wir möchten logischerweise trotzdem so wenig Damage wie möglich bekommen. Dankeschön. Und der erste Angel Deal mit dem Swan Protector. Wir müssen nicht unbedingt jetzt den Engel machen, aber wir machen ihn einfach, weil wir es können. Wir haben halt jetzt gerade eine Bombe, ne? Von daher. Autsch. Not good. Das war nicht der Plan. Gut. EPs Nummer 1. Ich habe auch witzigerweise, was ich gar nicht wusste. Also es gibt anscheinend eine Secret-Interaktion oder ein Secret-Ding, was die Keypieces machen, wenn man die aufhebt. Und zwar gibt es irgendwie eine, ich weiß gar nicht, eine so und so viel prozentige Chance, dass das Keypiece einfach rote Herzen oder alle möglichen Arten von Herzen mit Eternal Hearts austauscht. Das bringt einem einfach eine höhere Chance, Eternal Hearts zu finden. Wusste ich auch noch nicht.
Aber finde ich cool. Weil wir haben ja jetzt auch schon 2 Stück gefunden. Ne? Warte, ganz schnell hier alles in die Luft sprengen. Okay, Acid Baby. Ja. 2/3 Conjoined, nehme ich mit. Warum nicht? Zwei Drittel Conjoined nehme ich sehr gerne mit. Blauer Stein. Nehmen wir auch mit. Ja! 7 Damage auf der 2. Ebene. Also das hier ist ja... Also... Wow! Was ist das hier für ein Run? Ich fühle mich ein bisschen stark. Muss ich ehrlich zugeben. Crazy. Fühle mich ein bisschen stark so für die 3. Ebene. Not gonna lie. Aber hey. Wenn das hier ein schneller Run wird, können wir danach noch eine Challenge reinknallen, ne? Warum eigentlich nicht? Hoop da Whoop. Ja, den nehme ich lieber mit als den Trinket Smelter. Weil den brauchen wir wirklich nicht. Also absolut nicht. Oh, dann gucken wir mal. Oh, Jacob's Ladder ist so ein geiles Item. Hilfe. Warum ist das so gut? Ich wusste nie, also ich habe immer so den Unterschied zwischen Tech Zero und Jacob's Ladder nicht im Kopf gehabt. Aber ich merke einfach, dass Jacob's Ladder unfassbar viel besser als Tech Zero ist. Health Up. Oh. Auch klasse. Auch klasse. Dieses Item ist einfach so gut. Autsch. Ich leider nicht. Was mein Gameplay angeht, aber hey. Ja, ne, je nachdem, wann ihr das Video auch jetzt schaut. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche, einen angenehmen Tag, ein angenehmes Wochenende. Je nachdem, weiß ich ja nicht, ne? 7 Seals. Ja. Nehmen wir auch mit, I guess. Ist halt da, ne? Ich hoffe, ihr hattet ein angenehmes Wochenende, Wochenstart, Wochen... weiß ich nicht. Ja. Mir geht's super. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Puberty, okay. Thunder Thighs. Ja, das können wir gerne mitnehmen. Unser Movement Speed ist ein bisschen kacke. Not gonna lie, aber hey. Er braucht schon Movement Speed, wenn er, ne... Wenn er crazy tanky ist. Und einen Haufen Damage hat. I guess. Oh. Das replaced auch die Red Chests mit Golden Chests. Okay, das wusste ich nicht. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so gut. Ja, dann lassen wir das mal da, weil Red Chests hätte ich schon noch gerne. Bin ich early. Brauche auch noch Bomben. Aber ich habe ja zum Glück noch ein paar. Perfekt. Wisst ihr was? Oh! Macht mir keinen Schaden. Crazy. Okay, das wusste ich nicht. Und das keinen Damage macht, wusste ich nicht. Wenn ich da drüber renne. Aber it's good to know. Funktioniert zwar nicht so gut wie... Also, ne? Funktioniert zwar nicht mit den Stacheln vom Curse Room, aber hey... Wir könnten auch theoretisch jetzt schon den Key fertig machen, aber wir haben noch so viel Zeit dazu. Das ist jetzt nicht Priorität Nummer 1. Wobei, wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach.
Let's go. Let's go. Ja, ich bin leider sehr langsam, ist das Problem. Der Kollege möchte einfach nicht schießen. Danke dir. Schade. Range down. Meh. Naja, gut. Gehen wir weiter. Wir haben unseren Key fertig. Wir können jetzt ganz gechillt einfach. Ja. Ganz gechillt einfach Dinge tun. Weil vielleicht war es gar nicht mal so schlau, dass ich das jetzt schon gemacht habe. Weil ich könnte ja theoretisch, wenn ich irgendwie einen Reroll. Eine Reroll-Möglichkeit finde. Hätte ich das Keypiece rerollen können mit dazu. Vielleicht war das gar nicht mal so schlau. Naja, egal. Jetzt ist eh zu spät. Jetzt ist eh zu spät. Der Zug ist abgefahren. Wie man so schön sagt, ne? Aber ich finde unsere Tierrate eigentlich sehr gut, wenn wir jetzt noch unseren Movement Speed ein bisschen unter Kontrolle bekommen. Dann bin ich happy. Weil 0,74 Movement Speed ist jetzt nicht der Banger. Sagen wir es mal so. Ja, aber das könnt ihr nachvollziehen, gerade so. Basically einfach, wenn ihr einfach zu viel gegessen habt und nicht mehr wisst, was ihr machen sollt, weil ihr ne? Weil ihr zu viel gegessen habt. So, yo, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich hab mich so voll gefressen. Ah. Gut. Tears up. Nochmal. Boss Papers und The Relic. Ja. Nehmen wir mit, ne? Nehmen wir mit. Pille. Question Marks. The Boss Papers hat uns nochmal ein bisschen Tears up gegeben. Ist ein gutes Ding. Ne? Tears up immer klasse. Boneheart haben wir auch dazu bekommen. Ja, jetzt den Itemraum finden und dann können wir schon weitergehen. Vielleicht aus dem Itemraum ein Speed-Upgrade oder so. Das sind Sensen, aber die finde ich auch gut. Ist mehr Damage, bisschen weniger Tears, aber ey. Ganz ehrlich, ich renne da jetzt einfach rein. So. Try and stop me. Boom. Auch noch mit, The Moon. Ah komm, können wir hier auch einfach gleich benutzen. Ja, das ist Binge Eater. Hallo, Grüße. Ja, Binge Eater ist ganz gut. Oh. Binge Eater ist ganz gut. Replaced alle Items mit Cycle-Items, die dann zwischen einem normalen Item und einem HP-Upgrade, ne, durchcyclen. Das aus Essen besteht, obviously, weil, ne. Tested, one makes you larger. Da weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht, aber hey. Ja, das Soul Heart hätte ich gerne. Würde ich gerne nehmen. Deswegen, wisst ihr was? Ich renne einfach hier rein, weil ich das Boneheart loswerden möchte. Geht mir mehr auf die Nerven, als dass es mir hilft. Dann nehmen wir das Soulheart hier mit. Schöner Raum. Kann man sich nicht drüber beschweren. Ich könnte natürlich jetzt auch hier alles einfach einmal umholzen, was die Steine angeht, um, ne, um einen Crawlspace oder so zu finden, aber ich denke gerade noch so ein bisschen drauf, dass wir einfach so schnell sind, dass wir noch eine Challenge hinbekommen. Und dann würde ich nämlich das einfach machen. Wenn schon, denn schon. Wir sind so langsam. Wenn wir da näher dran gekommen wären, hätte das uns einfach so hart eingesogen. Wäre nicht so cool gewesen. Und Soulheart. Da payt dann das Relic natürlich ziemlich hart off, ne? Auf ab. Brauchen wir nicht.
Rotten Meat. Achso, ich habe ja... True. Ganz vergessen. Ich habe ja Binge Eater. Das nehmen wir auch mit. Lunch. Ja, wenn ich kurz auf The Blindest ist jetzt natürlich kacke. Weil wir halt nicht sehen, was wir da bekommen. Und nicht wissen, wie das durchcycelt. Autsch. Heißt ein Eternal Heart, ne? Ja, ich seh's gerade. Möchte ich aber gar nicht. Das gute Eternal Heart. Autsch. Ich meine, ich krieg jetzt zwar ein bisschen was an Damage, aber hey. Who gives a damn, right? Der Run ist eh gewonnen. Hallo Adversary. Ja, wenn man auf Depths, auf den Depths einfach keinen Stress mehr vor. Okay, Act of Contrition. Gut. Das, damit kann ich leben. Nochmal ein Tears up. Eine gute Sache. Ja, Curse of the Blind ist schwierig für uns, sage ich jetzt mal so. Aber zum Glück haben wir jetzt keinen Curse of the Blind. Großer Fan davon. Hier liegt irgendwo ein Trinket rum. Ja, ein Buttpenny. Jetzt auch nicht der Banger, aber hey. Wir haben ihn halt, ne? Oh, Junge. Also, Jacob's Ladder macht wirklich... Ich hab... Oh mein Gott, ich hab vergessen, dass ich Binge-Eater hab. Ah! Ich hätte Quadshot haben können. No! Oh! Binge-Eater hat mich gerade bambuselt. Und Speed-Up hab ich immer noch nicht. Wir rennen hier einfach legit rum wie so ein Panzer. AP ohne Ende. Speed down, oh no! Wir haben 0,26 Speed. Was soll ich denn hier machen? Ah, 0,26 Speed. Aua. Judgment. 0,26 Speed. Geheimraum? Any Geheimräume im Chat? Nice. Soul Heart, das ist gut. Ja, an dem kann ich gerne spielen. Ganz ehrlich. You know what? Ein Speed-Upgrade! Ja! Dass ich das doch erleben darf! Ein Speed-Upgrade! Wuhu! Ja, ich nenne das Video einfach der langsamste Isaac aller Zeiten. Ja, wo gehen wir hin? Ich weiß noch nicht. Gute Frage, ne? Geht einfach nach oben. Let's go. Pascal Candle. Das wollte ich nicht, aber okay. Pascal Candle nehmen wir mit. Ein gutes Item. Speeddown. Natürlich nehmen wir Speeddown mit. Was auch sonst. Okay, Rotten Tomatoes. Scapula. Act Zero. Und Isaac's Heart. Ja, nee. Also Rotten Tomato ist okay, aber den Rest, nee. Nee. Und Tech Zero wäre auch okay gewesen. Okay, gebe ich zu. Oh no, nicht schon wieder Curse of the Blind. Curse of the Blind ist wirklich unser größter Feind gerade im Moment. Bin ich ehrlich.
Das ist gerade unser größter Feind. So, das Herz. Cool. Wrong. Wrong an der Stelle. Strong. Ja. Ne, dauert alles ein bisschen. Was das Ganze sich bewegen angeht. Aber hey, dafür ist der Damage gut. Das ist auch nicht zu, ne? Sollte man auch nicht nein zu sagen. Dafür nehme ich jetzt ein bisschen weniger Movement Speed ausnahmsweise mal gerne mit. Hier ist doch locker... Ne, hier sind keine Würmer. Okay, never mind denn. Wollte ich sagen, hier sind doch locker irgendwo Würmer, oder? Speed up? Pheromones, schade. Ich hoffe einfach bei allem irgendwie auf ein Speed-Up, aber hey. Wer kann's mir verdenken, mal ganz ehrlich. Wer kann's mir verdenken? Puberty, Speed-Down, Range-Down. Also unsere Tier-Rate ist ein Banger. Ganz ehrlich, unsere Tier-Rate, absolut geil. Unser Damage... ist auch nicht von schlechten Eltern. Kann man jetzt auch nicht sagen. Aber. Was unseren Speed angeht. Ich weiß, ich wiederhole mich da vielleicht ein bisschen, aber... Okay. Ich weiß ja nicht, was hier ist, ne? Stigmata, okay. Gut. Nehmen wir. Leere Kiste. Okay. Leere Kiste, okay. Alles klar. Sind bei 19 Minuten. Das blaue Herz können wir nicht mitnehmen, weil, ne? Dinge. Bis auf die anderen. Ja, das ist schon eine bessere Sache. 45% Planetarium-Chance. Wo bin ich denn hier gelandet? Wir haben doch gar keine Itemräume hier unten. Und ich kriege auch immer eine 45% Planetarium-Chance. Ja, Pascal Kendall gibt uns ja auch noch hier Dinge. Oh mein Gott, Pascal Kendall gibt uns ja die ganze Zeit Tiers ab. Ganz vergessen. Wir haben einfach schon eine Tier-Rate von 7. Crazy. Tier-Rate von 7 ist sehr gut. Ja. Yeah. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Leben wir noch haben, aber anscheinend noch genug, dass die Tür nicht aufgeht. Daher ist alles okay. Autsch. Jetzt ist unsere Kerze aus. Oh no. Okay. Ja, derselbe Raum wie eben. Passiert auch das gleiche drin wie eben. Von daher. Das Herz können wir mitnehmen. Kurz gedacht. Bad Trip. Klasse. Genau, was wir uns erhofft hatten, Kappa. Und hier ist auch unser Planetarium. Mars. ...0,03 Speeddown. Was ist das? Aber einen Lackup nehmen wir mit. Mars bin ich jetzt nicht der größte Fan von. Also der Riegel ist gut, aber ne. Oh Gott. Uah, schade. Herz ist leider ausgegangen. Soul Locket. Ja.
Würde ich gerne mitnehmen, aber, also, ne, blaue Herzen und so, aber habe ich leider nicht. Machen obviously harsh. Ein Speed Upgrade! Oh mein Gott, ich wäre aus Versehen fast in den Midnight Stack reingerannt. Tears up, Luck up. Damage up, Range up. Nehmen wir mit. D4 und Little Dumpy. Wir nehmen Little Dumpy mit. Warum auch nicht, ne? Tears up, Luck up. Nehmen wir mit. Magician nehmen wir auch mit, aber sowas von. Die Kiste hier können wir nicht aufmachen. Das hier nehmen wir mit. Und dann sprengen. Ah ne, wir müssen ja gar nicht sprengen, wir können einfach laufen. Aha, wir können aber hier drüber laufen. Für den Crawl Space. Und da ist er auch schon. Oh, ein Black Market! Oh! Oi, ein Black Market. Und hier ist eine Reroll-Maschine. Ja, noch besser. Huge Growth. Growth Hard. Wir rerollen hier einmal schön. Was haben wir hier schönes? PhD. Okay. Auch eine Möglichkeit. Finde ich gut. Jumper Cables. Oh, Birthright. Das nehmen wir mit. Wir nehmen. Nehmen wir auch Diplopia mit, ne? Anything good in here? Broken Modem Balls. Broken Modem nehmen wir auch mit. Ja, also die Stopwatch nehmen wir mit. Okay, that's it. Wir haben Options, ein Blanket. Wir nehmen auf jeden Fall das hier mit. Adrenaline nehmen wir mit. Nehmen das hier mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Infested. Können wir auch beide mitnehmen. Blanket. Wurf Hearts können wir nachher mitnehmen. Wir nehmen auf jeden Fall wieder den Schubdawub mit. Dann können wir eigentlich auch schon weitergehen, ne? Und da ist Lost Coin. Nochmal ein Luck Upgrade. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Blaue Herze können wir noch mitnehmen. Hier habe ich auch schon alles mitgenommen. Ja, gut. Okay, Hush, let's go. Wollte jetzt natürlich hier nicht stallen, ne? Das war einfach. Sind aber Dinge passiert, okay? Ich glaube, das kann man verstehen. Dass da einfach Dinge passiert sind. So. Ja, schöner Hushfight, ne? Mag man immer gerne. Hushfights sind klasse. Wird ein bisschen dauern hier das Ganze. Gute Sache ist, wir haben einen Holy Mantle für den Bossfight. Wir haben, Little Dumpy, wir haben die Stopwatch, die uns, ne? Die uns das Ganze nochmal um einiges einfacher macht. Glücklicherweise. So eine Stopwatch ist schon eine schöne Sache. Wir sind halt nicht mehr in der Gefahr, irgendwie getroffen zu werden, bin ich ehrlich. Wir sind halt nicht mal in der Gefahr, getroffen zu werden.
Ich hab das Polaroid mitgenommen, ne? Ja, habe ich. Okay, gut. Es fliegt einfach alles so langsam. Da ist nicht mal unser Movement Speed, der so kacke ist, irgendwie von Bedeutung gerade. Es ist einfach alles so schön langsam. And I love it. Könnt mir ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich weiß ja nicht, wie viel Isaac ihr so spielt, ne? Für die Leute, die jetzt hier zuschauen. Schreibt mir gerne mal einfach in die Kommentare, was ihr so an Isaac mögt oder was ihr an Isaac nicht mögt, je nachdem. Das würde mich mal interessieren. Ja, Polaroid, wir gehen nach oben. Würde mich sehr interessieren. Und wie viel Isaac ihr so spielt, würde mich auch interessieren. Es gibt ja viele Leute, die das Spiel gar nicht so spielen, großartig, sondern eher vielleicht auch teilweise einfach nur zugucken. Cool Bag. Okay. Ja. I take it. I take it. Ja, aber sowas würde mich echt interessieren. Also schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Spielt ihr viel Isaac? Spielt ihr gar kein Isaac? Habt ihr, weiß ich nicht, wie habt ihr Isaac überhaupt kennengelernt? Über welche Kanäle? Über welche Personen? Das würde mich mal interessieren. Gut. Die Kiste war die richtige Wahl auf jeden Fall. Ja, da komme ich leider nicht dran, Bro. Tut mir leid, aber das wird nix. So, Isaac. Gucken wir mal, ne? Ja, wird ein relativ kurzer Kampf, glaube ich. Sind wir ehrlich. Ja, das war's. Oh, es ist schön. Es ist einfach schön. So, wir sind in der Chest. Wir haben den Mega-Satan-Fight. Oh mein Gott, wir haben auch noch eine Forget-Me-Now. Aber die kann ich gar nicht benutzen, weil ich halt keine Möglichkeit habe, sonst wieder in den Mega-Satan-Raum zu kommen, ne? Scheiße. Ja, Zodiac nehmen wir mit. Weiß nicht genau, was es uns was es uns jetzt gegeben hat. Das Zodiac, aber. So. I guess we take anything, right? Jawbone. Man, wahrscheinlich hätte ich da das HP ab mitnehmen sollen, aber hey. Kann ja nicht immer das Richtige mitnehmen, ne? Kann ja nicht immer das Richtige mitnehmen. Tschüss, The Frail. War schön mit dir. Anima Solar. Ja, nehmen wir mit. Komm, let's go. Okay, das ist jetzt crazy. Triple Shot. Ja. Jetzt bringt uns auch wieder Tiers ab irgendwas. Weil vorher hat es das ja nicht. Das ist Damage up und Range up. Das Auge weiß ich jetzt nicht.
Den Freeze-Shot. Glaube ich eher nicht. Auch wieder Damage up und Range up. Ich meine, alles an Damage up nehmen wir natürlich gerne mit. Because why not? Damage up ist immer gut. Ist er? Lost Soul. Okay. Forever Alone. Gimpy. Aber Dinner gibt uns HP, Tears ab. Ne, gibt's nicht. Okay, war mein. Wir wurden belogen. Leute, wir wurden einfach bambuselt. Perfection. Das nehme ich gerne mit. 16 Luck haben als Eden ist schon nicht so schlecht, glaube ich. Oh, eins Kiste. Pack 2. Ja. Ich glaube, das Pack 2 macht sehr viel Damage. Also sollte es zumindest. Polydactyle. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen gleich auf dem Rückweg. Dass wir nicht in die, ne, in die Kackhaufen reinlaufen. Oh Gott, nicht den Schlüssel mitnehmen. Hollowed Ground. Ja. We take it. One makes you larger. Können wir auch gerne mitnehmen. Health up können wir auch mitnehmen. Was soll der Geiz, ne? Noch eine Kiste. Ach, zwei Kisten sogar. Und Fruitcake. Ja, bitte. Was Speed up und Range up. Brauchen wir eigentlich nicht. Aber Fruitcake ist gut. Fruitcake mag ich. So, wir haben 0,5 Tears up hier dabei. Dann nehmen wir das doch mit. Damage up und Luck up. Shot Speed up, Range up. Shot Speed up, Luck up. Dann nehmen wir das hier mit. Und nehmen die Forget Me Now noch mit. Falls wir gleich Delirium bekommen. Und dann können wir zweimal die Delirium-Ebene machen, ne? Why not? Fände ich witzig. Also Fruitcake macht auf jeden Fall sein Ding, das finde ich gut. Megasatan meanwhile macht nicht so viel, wenn wir ehrlich sind. Also so gar nicht. Aber hey, was soll er auch großartig machen? Sind wir mal ehrlich, ne? Was soll er auch großartig machen? Eine Stars-Karte. Bringt uns leider nichts. Aber hey, jetzt haben wir sie halt. Ich glaube, wir haben jetzt eine 50-50 Chance, Delirium zu bekommen, wenn wir Megasatan fertig haben. Ich glaube, es war eine 50-50 Chance. Ich würde sie gerne in Betracht ziehen, diese 50-50 Chance, und würde gerne, würde die gerne wahrnehmen. Nicht in Betracht ziehen, ich würde sie gerne wahrnehmen, das wollte ich sagen. Dauert jetzt hier ein bisschen, ne, aber wie ihr seht, wir bekommen halt keinen Damage und können uns da auch nicht großartig Gedanken machen, irgendwie Damage zu bekommen. Weil der gute Megasatan Mr. Sir wird einfach sterben. Das ist ein Delirium-Portal. Yellow Baby haben wir freigeschaltet. Müssen wir Delirium mit Eden noch machen? Ja, müssen wir. Perfekt. Dann ist es ja absolut perfekt.
Oh, ich wieder 0,74 Speed. Ach nö, ich hab Taurus für die Ebene bekommen. Oh no. Ich hab Taurus bekommen. Oh Gott. Oh. Ich hasse alles hier ran gerade. Oh, ist das eklig. Help up, okay. Das war ein Euthanasia-Shot. Ich merk schon. Power Pill. Und wir kriegen Instant Delirium. Natürlich kriegen wir Instant Delirium. Wer hätte es gedacht, hä? Wer hätte es gedacht, dass wir hier auf diesem Kanal Instant Delirium bekommen? Not me. Oh no, unsere Found Soul ist gestorben. No, der Arme. Er hätte leben können. Ich habe ihn leider unter den Bus geworfen. Es tut mir so leid, Found Soul. Ich habe dich leider unter den Bus geworfen. Oh Gott. Also Mom würde ich nicht dodgen können, bin ich ehrlich. Das würde ich nicht hinbekommen. Ich glaube, wir haben es, ne? Yes, sir, wir haben es. Gut, dann können wir jetzt wieder gehen, ne? War auch schön mit dir, Delirium, bin ich ehrlich. Aber ich habe noch was zu tun. Ich habe dann noch ein paar andere Bosse auf der Ebene hier, die... Au, nein, Perfection! Meine Perfektion! Rip an Perfection an der Stelle. War schön mit dir. Echt den Lack, es war zu schön, um wahr zu sein. Sind wir ehrlich. So, mal gucken, was wir hier noch alles Schönes drauf bekommen, ne? Matchbook. Gibt wieder Speeddown, aber was soll's. Gibt doch ein bisschen Damage ab. Und wir haben Guppy's Eye. Das finde ich gut. Guppy's Eye finde ich klasse. Hey, ist so ein Champion-Baby. Das einmal weg muss. Uah. Goldene Kiste. Das Gute ist, wir können die Ebene einfach nochmal wiederholen. Da müssen wir auch, glaube ich, keine Challenge noch hinten dran packen. Und wir haben einiges geschafft heute. Wir haben Delirium gemacht, wir haben Mega-Satan gemacht, wir haben unfassbar viel Damage bekommen, wir haben einen schönen, kleinen, ganz, ganz kleinen, naja, es war kein, weiß nicht, ob man es, oh, Soul of Eden, hallo. Ich weiß nicht mal, ob man es einen Gamebreak nennen kann, aber irgendwas Kleines in die Richtung gemacht. Ne? Durch, ja, ist das? Durch den Black Market, den wir eben hatten. Ja, die Frage ist jetzt, wo Geheimraum? Und die werde ich euch nicht beantworten können, bin ich ehrlich.
Zumindest nicht gerade im Moment. So viel muss ich zugeben. Ein blauer Stein. Autsch. Blue Map. Ja, die nehme ich mit. Damit ich weiß, wo die Geheimräume sind. Haha. Da muss ich sie nicht erst suchen. Okay, drei rote Fliegen. Drei blaue Fliegen, sorry. Ist hier noch aufmachen, warum eigentlich nicht? Da gehen wir doch hier rein. Reed. Schade. Wenn das ein Steam Sale gewesen wäre, Leute, Leute, Leute. Hätte ich erstmal gerollt und einen R-Key bekommen. Hundertprozentig. Aber ein Glück haben wir ja noch eine Delirium-Ebene, ne? Book of Belial. Nehmen wir anstatt Anima Solar mit, ne? Okay, Kiste in der Kiste mit einem Constellation Prize. Oh, der müsste uns Speed geben. Ja! Wuhu, Speed! Hallo Satan. Okay, das war zu früh. My bad. Komm schon, Mensch. Los jetzt hier. Keine Zeit für den ganzen Schmarrn. Hot Bombs. Wir nehmen das mit für das HP ab, was es uns nicht gibt. Und der Blast Assist. Oder wie auch immer der heißt. Ich glaube Blast Assist oder so. Full Health. Ich glaube, das könnte es gewesen sein, ne? Dann machen wir die Ebene nochmal. So, wir haben Eden Soul freigeschaltet. Auch ein cooles Item. Oh, guckt euch den Speed an. Oh, es ist so ein Kack-Item. Ich hasse es. Ah ja, Skrillex, hallo. Tschüss! Mama Mega! Let's fucking go! Why the fuck not? Schade, da hätte ich gerne dran gespielt. Kacke! An dem hätte ich actually gerne gespielt. Schwierig. Wären zwei theoretische Secret Room Items gewesen, aber hey. Habe ich mir selber verkackt, ne? Sind wir ehrlich. Falls ihr wissen möchtet, was da gewesen wäre, hier ist der Seed 26KB84D8. Ne? Dann könnt ihr gerne nachschauen, was da rausgekommen wäre, wenn man das Soul of Eden hätte. Oh no, die Lost Soul ist schon wieder gestorben. F. An die Lost Soul. Der Arme. Ich würde gerne wissen, wie viel. Also, wir werden es ja gleich rausfinden. Aber ich weiß nicht, wie viel Damage das am guten Delirium macht. Ah, 9 Volt nehmen wir mit. Ich würde gerne wissen, wie viel Damage das am guten Delirium macht. Das werden wir auch gleich herausfinden. Wenn wir ihn gefunden haben. Logischerweise. Bisschen gespeedrunnt jetzt die zweite Ebene, ne? Aber das ist okay, glaube ich. Ja. Arch Baby.
guter Kollege. Crawlspace. Wo denn her? Okay, nur eine Pille. Voll. Richtig unnötig. Aber hey, I guess it is what it is. Right? Die ganzen Kisten hier brauchen wir halt alle nicht mehr. Gish. Und was der uns droppt. Ja, aber das müssten wir dann auch langsam Soul of Eden. Eden. Autsch. So, da haben wir Delirium. Nicht so viel, actually. Eigentlich gar keinen Damage mal, was er nehmen, ne? Weiß nicht mal, was ich für ein Zodiac-Sign habe im Moment. Das würde ich mal gerne wissen. Was für ein Zodiac haben wir gerade? Ich sehe den guten Delirium leider teilweise gar nicht, ne? Bisschen sad. Du denn her, du zweiter Engel? Earth Throw. Ja, dann können wir das eine Item. Also, wir können das Item. Call of Eden und Perthrone. Ja. Finde ich gut. Soul of Eden. Schade. Perthrone. Ich glaube, das war's auch. Den einen Raum da hinten gehen wir uns jetzt nicht mehr angucken, weil, ne? Hat das auch nicht einen Unterschied. Und dann war's das. Das war's. War ein guter Run, oder? Fand ich klasse. Wir sind bei 450 Achievements. Hey! Crazy. 450. Das heißt, es sind nur noch 27 bis zu dem Safe State hier. Klasse. Gut, dann bedanke ich mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. War ein sehr, sehr schöner Run, muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal. Schreibt mir vielleicht, wenn ihr möchtet, in die Kommentare, was für ein Charakter ich als nächstes spielen soll. Und dann bis zum nächsten Mal und ciao.